Ja, und holen wir uns mal das Fenster und verschieben das, sagen wir das von da dahin. Und dann haben wir das nächste, die nächste Herausforderung, nämlich das Fenster hier dem Giebel anzupassen. Dann kann man bisher in den Dialog Fenster, Fensterdesigner, Blendrahmen und dort kann man auch dann dementsprechend die Werte einstellen. Jetzt geht's wesentlich einfacher. Sie markieren das Fenster. Wir haben hier eine neue Funktion, nämlich Grundform. Und das ist jetzt hier in grün die alte Form. Und ich kann jetzt hier ein neues Polygon eingeben. Das fängt hier an. Dann setze ich mal meinen Ursprung hier oben hin in die Richtung Abstand A 20 cm. Das wäre jetzt mein zweiter Polygonpunkt. Dann mit L wie Linie kann ich meine Konstruktionslinien an eine bestimmte Linie anpassen, nämlich an die hier. Und dann wäre der Punkt der nächste. Das wäre der letzte und C schließt das Polygon. Und dann haben Sie ein solches Fenster konstruiert. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Wir setzen mal so ein Fenster in eine Giebelwand rein, in die seitliche Giebelwand. Dann müsste das Fenster eigentlich die Neigung vom Dach und die Neigung von der Gaube übernehmen. Und das machen wir gleich mal. Also wir gehen mal Draufsicht in das Dach und suchen uns das Fenster aus, Bauteile, Fenster. Ich hole mir jetzt so ein fest verglastes Fenster. Bei der Vorschau sehen Sie schon was Neues. Wir haben an die blauen Pfeile innen dran geschrieben. So, wenn Sie jetzt noch wissen, dass mit der Leertaste auch dieser Pfeil gewechselt wird, dann haben Sie gute Voraussetzungen, dass das Fenster richtig in der Wand drin sitzt, dass Ihr beim Kellerfenster der Schacht nicht immer im Raum ist oder die Schiebeläden auch innen drin. Aber auch wichtig, Sie haben ganz oft im Dialog, gerade beim Anschlag, Abstand von der Außenwand. Und der stimmt jetzt. Jetzt können Sie sich darauf verlassen, dass es wirklich außen. Wenn Sie das dementsprechend innen richtig gesetzt haben, haben Sie das Fenster mal abgesetzt, dann taucht der Befehl nicht mehr auf. Dann müssen Sie es nochmal neu setzen. Also, ja. Fenster vielleicht noch eine Funktion, die schon immer drin ist. Normal setzen Sie Fenster mit einem Punkt ab. Sie können aber auch ein Fenster über eine Linie absetzen. Das ist immer dann hilfreich, wenn Sie ein DXF hinterlegt haben. Dann brauchen Sie nicht sagen, das Fenster ist 88,5, sondern Sie geben Anfang und Ende des Fensters an. Übrigens, da unten drunter ist das Polygon. Das ist quasi das Eckfenster. Wenn Sie da über Eck setzen, kriegen Sie dann zwei Fenster, die dann auf Gehung miteinander verschnitten sind. Aber ich will es jetzt hier mal mit der Linie machen. Wir fangen hier mal an in die Richtung Abstand 1,50 Meter und die Öffnungsrichtung. Und ich habe jetzt dieses Fenster jetzt hier gesetzt. So, und jetzt machen wir einfach zwei Hilfslinien. Das geht am schnellsten. Das heißt, die Grafikelemente Linie, die eine fängt hier an, nochmal dieses L, um die Konstruktionslinie auszurichten. Dann setze ich mal meinen Ursprung hier hin und dann mit U hier hin in die Richtung gezeigt, Abstand 20 cm. L überlebt nochmal die Konstruktionslinie und das wäre jetzt mein zweiter Strich, den ich gezeichnet habe. Und jetzt gehe ich einfach hier rein. Gehe in die Grundform ändern. Da fange ich an. Der nächste Punkt ist jetzt dieser hier. Dann schneide ich mit S diese Kante mit dieser Kante. Das ist jetzt mein letzter Punkt und C schließt das Polygon. Und Sie haben ein solches Fenster. Gucken Sie uns an. Ganz einfach gesetzt.